Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Eigentlich sollte Tom Bure starten vorne im Sturm. Der hat sich aber kurz vor der Partie verletzt. Deswegen Grimaldi in der Startelf bei der Partie Uerdingen gegen 1860 München. Krämer gegen Kölner. Die 9. Spielminute. Das Spiel begann sehr gut für den KFC Uerdingen. Dennis Daube mit dem Freistoß ans Außennetz. Michael Kölner hat 8-mal gewechselt in der Startelf. Seine Mannschaft brauchte etwas, um in diese Partie zu kommen. Unter anderem Aaron Berzel neu drin. Hier mal mit dem Fehler und die daraus resultierende Möglichkeit für den KFC Uerdingen über Osave, der da gestoppt wurde von Wein. Das war seine letzte Aktion. Er musste auch raus, also Bure raus, Osave raus und dafür Evina vorne drin. Der KFC ohne seinen goldenen Sturm. Mal schauen, wie sie das hier über die Zeit gebracht haben. Jetzt mal erstmals die Löwen im Angriff. Kager unterwegs, der Ball zu Timo Gebhardt. Erste kleine Möglichkeit für den TSV 1860 München. 35. Spielminute, Freistoß KFC Uerdingen von Patrick Pflücke. Hier kommt Evina an die Kugel und hinten steht Adriano Grimaldi. 1:0, was für eine Geschichte. Sollte also nicht in der Startelf stehen und jetzt mit seinem ersten Treffer seit März 2019. Klasse nachgegangen von Daube und was für eine tolle Vorlage von Evina. Seine 6. in dieser Saison. Klar natürlich, das erste Saisontor für Grimaldi. Und das auch der Halbzeitstand 0:1 aus Sicht von Michael Kölner, der gleich hochgelaufen ist zu Günther Brandl, seinem Co-Trainer, mit dem er ständig in Funkkontakt stand. Was können wir jetzt machen, haben sie sich gefragt. Das hier zum Beispiel, die 49. Spielminute, erster guter Angriff abgeschlossen vom sehr agilen Nico Kager. Die Münchner melden sich also zurück in diesem Spiel. 57. Spielminute, Freistoß Tim Rieder und dann Ausgleich. Christian Böhnlein mit einem Traumtor. Da lacht er, der Kölner, weil der sonst nur auf den bayerischen Plätzen trifft. In den unteren Ligen sein erstes Profitor. Klasse getroffen, nicht zu verteidigen. Sonntagsschuss am Dienstagabend. Wird er nicht vergessen, der Christian Böhnlein. 60 aus dem Nichts zurück. Und dann, ein paar Minuten später, hier das Foul von einem Bohm gegen den eingewechselten Biki Ruklu. Kein Elfmeter. Glück gehabt, sage ich da mal. Es ging munter weiter. Die zweite Halbzeit war ereignisreich. Die 66. Spielminute. Konter bei den 60ern. Lex eingewechselt, zurückgepasst und dann das Spiel gedreht. Leon Klassen, der das Ganze noch selber eingeleitet hat. Die Führung innerhalb von 9 Minuten für 1860 München. Da kann man als Trainer schon stolz sein, wenn seine Mannschaft so kontert. Der KFC Uerdingen versucht es nochmal. 86. Bohm, aber der ist kein Goalgetter. Sie haben nochmal alles reingehauen, angefeuert von Trainer Krämer. Aber es sollte nicht sein. Ganz anders die Münchner. Einen hatten die noch. Wieder Konter der Löwen. Und da kommt Efkan Bekiruglu. Heute sein 50. Drittligaspiel und Tor. Feierabend 3:1. Sein 3. Treffer nach der Corona-Pause. Die 2. Halbzeit hat alles auf den Kopf gestellt. Am Ende war es dann auch aufgrund der Effizienz ein verdienter Erfolg für 1860. Wir haben uns aber vor dem Spiel letzte Woche haben wir unglücklich gegen Würzburg verloren und haben uns heute viel vorgenommen, haben unglücklich das 0:1 kassiert und sind in der Halbzeit dann gut rausgekommen und haben gesagt, wir drehen das Spiel und haben am Ende auch geschafft und natürlich gegen direkten Konkurrenten ist sehr wichtig gewesen. Wenn wir das 1:1 nicht kriegen, denke ich, dass wir nachlegen und eventuell das 2:0 machen, weil 60 dann irgendwann ja, Druck machen muss und wir vielleicht die Räume kriegen. Dennoch haben wir es dann nicht geschafft, die 0 zu halten und dann kontern sie uns gut aus beim 2:1. Okay, und am Ende machen wir halt Druck nach vorne und machen auf. So ist es dann halt im Fußball. Ziemlich bitter. Ziemlich bitter. Die erste Niederlage nach dem Restart für den KFC Uerdingen. Sehr ernüchternd, ganz anders. Die Münchner auswärts eine Macht und jetzt mittendrin im Aufstiegskampf.
alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.